Herr Professor Senf, die Eurokrise, die sich uns derzeit zeigt, diese Krise, die war doch eigentlich von Anfang an programmiert. Das sehe ich auch so. Es war von Anfang an absehbar, dass eine Währungsunion mit Volkswirtschaften unterschiedlicher Inflationsentwicklung und unterschiedlicher Produktivitätsentwicklung große Probleme hervortreiben wird, große Spannungen erzeugen wird. Dazu muss man auch nicht unbedingt Volkswirtschaftswissenschaftler sein, um das zu verstehen. Das ist eigentlich ziemlich naheliegend. Man spricht ja auch vom Geldmantel, der geschneidert wird für eine Volkswirtschaft. Und wenn sich Volkswirtschaften unterschiedlich entwickeln, dann ist es ein Problem, wenn man einen einheitlichen Mantel schneidert für alle. Dem einen ist es zu eng, dem anderen ist es zu weit. Und beim dritten passt es wohl vielleicht zufällig. Nun haben wir schon in den 90er Jahren unter anderem auch Sie vor dem Euro gewarnt. Er ist doch aber dann praktisch in einem Hauruck-Verfahren durchgepeitscht worden. Ja, entgegen vielen Warnungen ist er politisch dann durchgepeitscht worden. Das hing ja auch zusammen mit der Deutsch-Deutschen Vereinigung, für die es ja grünes Licht bedurfte. Frankreich unter Mitterrand hatte große Befürchtungen, dass ein vereinigtes Deutschland wirtschaftlich zu stark und damit auch politisch zu stark werden könnte und hat die Zustimmung zur Deutschen Vereinigung geknüpft an die Bedingung, dass die D-Mark in einer europäischen Währungsunion aufgehen würde. Nun war es ja so, dass Kohl am Anfang auch eher dem Euro kritisch gegenüberstand, vor allen Dingen auch sein engster Berater, Herrhausen damals, der Chef der Deutschen Bank. Ja, beide haben die Auffassung vertreten, eine Währungsunion könne allenfalls so etwas wie eine Krönung eines über viele Jahre sich hinziehenden Prozesses der europäischen Integration und des Zusammenwachsens sein. Und diese Auffassung ist dann schnell geändert worden von Kohl und Begraben worden im wahrsten Sinne des Wortes. ja, und er ist zur gegenteiligen Position dann umgeschwenkt und hat dann die Auffassung vertreten, ein Euro könne gerade diesen Prozess der europäischen Integration vielleicht mit beschleunigen und mit vorantreiben. Das war ungefähr eine Woche nach Herrhausens Tod, Ja. als Kohl seine Meinung quasi so schnell gewechselt hat. Ja, soweit ich weiß, ja. Damit ist ein Enteignungsprozess deutschen Volksvermögens in die Wege geleitet worden. Anders kann man es doch nicht bezeichnen. Ja, in der Konsequenz läuft es darauf hinaus, das war ja auch die Auffassung dieser vier Professoren, unter anderem Wilhelm Hankel, die seinerzeit vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind und darauf hingewiesen haben, der Euro wird auf Dauer nicht so stabil bleiben können, wie es die D-Mark jahrzehntelang gewesen war und wie auch zu erwarten gewesen wäre, dass sie es auch in künftigen Jahren noch sein wird. Und wenn er weniger stabil ist, der Euro, also die Binnenkaufkraft, wenn er dann mehr in Inflation geraten sollte, dann heißt das ja eine tendenzielle Entwertung der Geldvermögen. Und darauf lief auch die Klage hinaus, dass das der Verfassung widersprechen würde. Völlig zu Recht. Und wenn man den Euro mal genauer analysiert, so ist das doch nichts anderes als eine Leitgeschichte. Eine Leitgeschichte nicht nur für den Starken im Euro-Bereich, sondern eben auch für den Schwachen, wie Griechenland. Ja, zunächst mal schien es eine Erfolgsgeschichte für die schwächeren Länder zu sein, dass sie über den Euro zum Beispiel an Kredite rangekommen sind, zu Zinsen, die sie sonst am internationalen Kapitalmarkt so wohl nicht bekommen hätten. Das hat sie dann auch ermuntert, ich sag mal auf Teufel komm raus, dann zu investieren und auch Munter Party zu machen. Überkapazitäten zu schaffen und so weiter. Sie sind ja quasi damit geködert worden, mit diesen und anderen Vorteilen. Es gab auch Transferzahlungen innerhalb der EU und des Euroraumes. Und das waren die Lockmittel. Aber es ist auch absehbar, dass es auf Dauer nicht weiter gut gehen konnte. Denn diese ungleichen Bedingungen in Bezug auf Produktivität und Inflationsrate, die hätten normalerweise zu einem Absinken des Wechselkurses dieser Länder führen müssen.
Aber das ist ja dann nicht mehr möglich. Wenn es keinen Wechselkurs mehr gibt, dann muss ich die Spannung auf andere Art und Weise dann äußern und entladen. Nun sind wir gerade Zeugen geworden, wie Griechenland ein Riesenhilfspaket bekommt, eine Rettungsaktion, die den Namen doch eigentlich nicht verdient hat, denn das Ganze ist doch nichts anderes als ein Fass ohne Boden für die Zukunft. Ja, und vor allen Dingen ist das ja nicht unbedingt ein Rettungsschirm für Griechenland, sondern mit diesen Geldern werden erstmal die internationalen Gläubiger und vor allen Dingen Gläubigerbanken bedient, die ja jahrelang mit relativ hohen Zinsen eben diesen Ländern wie Griechenland Kredit gegeben haben und Staatsanleihen gekauft haben und jetzt darauf bestehen, und zwar erbarmungslos bislang, darauf bestehen, dass sie in ihren Forderungen auch bedient werden. Und da stoßen diese Länder, wie jetzt zunächst Griechenland, einfach auf Grenzen der Belastbarkeit. Und die Frage wird sein, setzen die Gläubiger ihre Forderungen so durch, dass in Griechenland also die sozialstaatlichen Maßnahmen immer weiter abgebaut werden müssen, dass es vielleicht eine Rezession gibt und so weiter und so fort. Also dass ein ganzes Land oder große Teile der Bevölkerung sozusagen darunter dann auch zu leiden haben, dass die Gläubiger auf ihren Forderungen bestehen. Andererseits zeigt Griechenland aber doch auch die Endphase eines jeden Geldsystems. Schulden werden immer höher, es werden immer mehr Schulden gemacht. Irgendwann gibt es eine Grenze, wo es eben nicht mehr geht. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Daraus ergibt sich ja für mich die Frage, sind wir nicht alle ein bisschen Griechenland? Ja, in der Tat. Ich habe 1996 einen Artikel veröffentlicht, Zinssystem und Staatsbankrott, und darin auch diese Tendenzen aufgezeigt. Und jetzt trifft es zunächst mal die relativ schwächeren Länder. Nur wäre es verkehrt zu sagen, die sind schuld, weil die Schulden, die wachsenden Schulden, sind ein Phänomen in diesem bestehenden Geldsystem. Sie sind geradezu systemimmanent, denn ohne wachsende Schulden könnten ja auch die Geldvermögen nicht wachsen. Und die wollen aber wachsen, und sogar nicht nur linear, sondern exponentiell über den Zinseszins. Und das geht nur, wenn die Schulden entsprechend wachsen. Und das ist ja zunächst geschehen im Bereich der Verschuldung von Unternehmen, der Verschuldung von privaten Haushalten. Ich erinnere an die Immobilienkrise in den USA. Irgendwann stoßen diese Teile einer Volkswirtschaft oder der Weltwirtschaft auf Grenzen und dann muss im Grunde der Staat oder die Staaten immer mehr diese Rolle übernehmen der weiteren wachsenden Verschuldung, Bis es nicht mehr geht. bis es nicht mehr geht, bis zum geht nicht mehr. Insofern ist doch Griechenland auch nur ein Symbol einer Entwicklung in unserem Geldsystem, das am Ende uns alle trifft. Ja, so sehe ich das auch und versuche ja auch seit vielen Jahren auf diese grundlegende Problematik des Geldsystems hinzuweisen. Was die Staatsverschuldung anlangt, sollte ja mindestens mal die Frage gestellt werden, ist es eigentlich funktionsgerecht, dass sich Staaten finanzieren mit einem Geld, was mit Zinsen belastet ist, um ihre öffentlichen Aufgaben zu erfüllen und zu bezahlen? Und das ist ein Geld, was im bestehenden Geldsystem ja weitgehend, also nicht nur von den Zentralbanken geschöpft und in Umlauf gebracht wird, sondern zum erheblichen Teil von Geschäftsbanken und oftmals von privaten Geschäftsbanken. Das ist das Thema Geldschöpfung und sogar Geldschöpfung bis zu einem gewissen Grade aus dem Nichts. Und es ist doch irgendwo absurd, dass für aus dem Nichts geschöpftes Geld dann mit Erbarmungslosigkeit die Forderungen eingetrieben werden und letztendlich die davon betroffenen Länder und Völker immer mehr Opfer zu bringen haben. Ganz kurz noch zum Schluss, Herr Professor Senf. Wie viele Jahre geben Sie dem System noch? Also Griechenland ist ja, wie gesagt, ein erstes wichtiges Symptom, aber es ist doch irgendwie auch eine gewisse Endzeitstimmung im System ausgebrochen. Ganz kurz bitte. Wir sind in der Zuspitzung der Krise, was den Euro anlangt, aber der Euro ist auch nur ein Teil des Weltfinanzsystems und das ist von Grund auf so problematisch, dass es in immer schärfere Krisen treiben wird. Vielen Dank für dieses Interview.